Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, dass ich das Katzenvieh hier nicht sehen will. Ich weiß gar nicht, was du gegen das Tier hast. Das hat dir doch gar nichts getan. Wie weit bist du mit deiner Arbeit? Wozu brauchst du das? Was geht dich das an? Du wirst es schon noch früh genug erfahren. Die schwarze Katze.
Bist du abergläubig? Wie? Nein. Na, na. War das nicht dein Schrei? Du träumst. Fahr schnell, ich komme zu spät. Fahr allein weiter, ich lauf zurück. Misch dich nur nicht wieder in fremder Leute an. Das ist mein Beruf, mein Kind. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja, ja. Was wollen Sie? Wer hat denn hier so geschrien? Hier? Niemand. Meinen Sie, dass Sie fortkommen? No. Entschuldigen Sie bitte. Ich kann mich auch geirrt haben. Wie lautet die Anzeige? Anzeige? Vier Anzeigen. Seit wann wird die Frau vermisst? Seit Sonntag, den 11. Also seit 3 Tagen. Hm. Ich fahre sofort hinaus. Inspektor, kommen Sie mit. Hm? Lieber Mr. Briggs, Ihre Journalistenfantasie wird natürlich eine große Sensation. Vierfaltig auf der ersten Seite. Na? Aber meinetwegen, vielleicht haben Sie recht. Kommen Sie mit? Ja, ja, ja. Wir fahren mit meinem Wagen, ja? Großartig. Komm. Aufmachen! Aufmachen! Kriminalpolizei, machen Sie auf. Was wollen Sie? Wo ist Ihre Frau? Die ist nicht hier. Nicht hier? Seit wann? Seit Sonntag. Sie kümmern sich gar nicht weiter drum. Was, wenn Ihre Frau seit 3 Tagen verschwunden ist? Darf ich mal bitten, Augenblick? Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Gegen mich? Sie haben Ihre Frau misshandelt.
Herr Inspektor, das muss ein Irrtum sein. Ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Wer hat denn am Sonntag hier so geschrien? Geschrien? Hier? Niemand. Ja, der Herr hat es doch aber gehört. Ja, wenn Sie mir nicht glauben wollen, meine Herren. Bitte zeigen Sie mir das Zimmer Ihrer Frau. Sie haben also gehört, dass hier eine Frau geschrien hat. Und deswegen alarmieren Sie die Polizei. Ist ja unerhört, anständige Leuten die Polizei auf den Hals zu hetzen. Na, suchen Sie doch, meine Herren. Bitte suchen Sie doch, meine Frau. Vielleicht ist sie hier. Hier ist die Schlafstube. Bitte sehr. Na, suchen Sie doch, junger Mann, hä? Vielleicht ist sie unterm Bett. Ach, da ist sie nicht. Na, vielleicht im Kleiderschrank. Hä? Da, hier. Da, da, da. Hier. Da, da ist sie auch nicht. Was? Na, kommen Sie doch, meine Herren. Gehen wir weiter. Ich habe noch andere Räume. Kommen Sie. Hier. Bitte schön, treten Sie ein. Da ist sie auch nicht. Nicht wahr, junger Mann? Mehr Zimmer habe ich hier oben nicht. Es wird wohl doch Fantasie gewesen sein, Mr. Briggs. Sonderbar ist nur, dass Sie nicht wissen, wo Ihre Frau ist. Wo ist denn die Katze? Mietz, 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 Mietz. Na komm, komm, komm. Na komm doch. Mietz, 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 Mietz. Katzen pflegen sich nachts herumzutreiben. Tut mir leid, dass ich Ihre Wünsche nicht erfüllen kann, junger Mann. Sie haben wohl gedacht, einem kleinen Mord auf die Spur zu kommen. Lassen Sie Ihre Bemerkung. Tatsache ist, dass Ihre Frau verschwunden ist. Zeigen Sie uns mal den Keller, bitte. Natürlich habe ich auch einen Keller. Bitte sehr, meine Herren, kommen Sie. Sehen Sie doch den Keller an. Ich kann Ihnen da manches Interessantes zeigen, meine Herren. Bitte kommen Sie nur. Hier heraus, da geht's zum Keller. Was sind Sie denn? Erfinder. Nun, meine Herren, Sie haben nichts gefunden. Suchen Sie doch. Suchen Sie. Vielleicht ist sie hier, da in den Kisten. Aber was sagen Sie zu diesem Haus? Ist das nicht ein solide gebautes Haus? So etwas finden Sie heutzutage nicht mehr. Dieses Haus ist dauernd solide, fest, sehr fest.
Ist jemand da? Ist jemand da? Ja! Ja! Was ist denn los? Was ist denn los? Wer ist denn da? Was wollen Sie? Haben Sie nichts gehört? Es muss sich hier jemand eingeschlichen haben. Wir suchen einen Verbrecher. Na, junger Mann, so mitten in der Nacht? Bei mir können Sie viele Verbrecher finden. Kommen Sie. Sternickel, Hartmann, André. Hauptmann von Köpenick. Kommen Sie. Die Kutsche der Marie Antoinette. Haben Sie denn kein Geräusch gehört? Ich schlafe nachts, junger Mann. Hier. Sehen Sie. Jack, der Ripper. Kaiser Maximilian. Erschossen 1867. Thank you.
Sie verletzt. Sie haben ein schönes Ding abgekriegt. Kommen Sie, dort drüben ist eine Unfallstation. Kommen Sie, ich zeige Sie. Helfen Sie mir. Ja? Wasser. Wasser. Ich habe meine Frau erschlagen. Ja. Ich konnte doch nicht wissen, dass die Katze mit eingemauert war. Ja. Nicht wahr? Ja. So, so. Ich habe Angst, Doktor. Ich habe solche Angst. Das sind ja alles nur Einbildungen, ne? Nein. Nein. Das sind keine Einbildungen. Ja? Ich habe sie ihn doch. Ich habe sie doch erschlagen. Ja. Gestern. So, ja, komm. Aber die sollen mich nicht fangen. Nein, die sollen mich nicht fangen. Hm. Auf, legen Sie mal einen Moment dahin, ja? Komm, komm. So. Schläfst du? Ja. Nein, Herr Doktor. Was ist denn? Ich bin verwundet. Na? Na, das werden wir gleich haben. Jod. Ja? Haben Sie denn das hier geholt? Ja, Doktor, das Krankenauto. Ja, da. Nehmen wir an. Ganz nettes Ding haben Sie da abbekommen. Ja, ja. So ein bisschen mit Jod abtupfen. Nein. Gut. Nochmal, ja. So. Guten Abend. Guten Abend. So, den Arm ein bisschen schonen, nicht? Ja. Das ist schon ein Unfall? Nein, das ist, wenn ein Geisteskranker wird. Aha. Wie ist Ihr Name, bitte? Brix, Frank. Frank Brix. Der Redakteur? Herr Sprecher. So, ja. Sagen Sie mal, da wird Sie doch dieser Fall da sehr interessieren. Der Mann, der da eben rausgetragen wurde, der leidet nämlich an entsetzlichen Wahnvorstellungen. Ja. Er bildet sich ein, er habe seine Frau ermordet und mit seiner Katze zusammen eingemauert. Ist doch toll, was? Wohin wird der Mann gebracht? Birkfield. Birkfield. Bitte. Anstatt Birkfield. Das wäre doch eigentlich so. Was für Ihre Zeitung. Ja, das wäre sehr interessant. Interessant. Ich danke vielmals, Herr Doktor. Bitte schön, bitte schön. Ja.
Ich möchte sofort den Chefarzt sprechen. Aber schnell, es ist dringend. Das ist meine Karte. Kann ich mal telefonieren inzwischen? Danke. Hallo? Ist dort Redaktion? Also nochmals, der Bericht kommt auf die erste Seite, vierspaltig, mit der Überschrift Frauenmörder durch unseren Berichterstatter ermittelt. Wie komme ich hier zum Chefarzt? Ja, da gehen Sie erst geradeaus, dann links, dann rechts, dann immer geradeaus. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Armes Mädchen. Sie irren sich. Das ist meine Nichte. Pardon. Ihr Name? Frank Briggs. Leiden Sie schon lange an derartigen Wahnideen? Ich bin Journalist. Bildet sich ein, Journalist zu sein. Ich bin wirklich Journalist. Halten Sie mich bitte nicht für krank. Nein. Ich bin auf der Spur eines Verbrechers, der heute Abend hier eingeliefert worden ist. Ein Verbrecher? Davon ist mir nichts bekannt. Allerdings wurde heute Abend ein neuer Fall eingeliefert. Ich komme eben von ihm. Ein sehr interessanter Fall. Mit einer Katze. Würden Sie mir gestatten, den Mann anzusehen? Er hat eine Spritze bekommen. Wenn er aufwacht, sehr gern. Inzwischen würde ich mich freuen, Sie hier als meinen Gast begrüßen zu können. Ich danke. Ich bin nicht störrig, ich war zu Hause noch, was ist hier
Die wissen nicht, dass sie verrückt sind. Kein Verrückter weiß das. Furchtbar. Die sind hier gut aufgehoben. Ich erwarte Verwandte und Bekannte zu Tisch. Ich werde sie dann bekannt machen können. Mein bester Helfer. Der Herr ist von der Presse. Lieber Professor, es war eine reizende Idee von Ihnen, uns heute Nacht noch einzuladen. Es freut mich, euch zu dieser ungewöhnlichen Stunde nach vollbrachter Arbeit hier begrüßen zu dürfen. Genießt die freien Stunden. Ich habe gegen meine sonstige Gewohnheit auch reichlich für Alkohol gesorgt. Es freut mich besonders,
auf unserem kleinen Fest auch einen Vertreter der Öffentlichkeit begrüßen zu dürfen. Bitte. Bitte. Dankeschön. Bitte. Ich habe Ihnen vorhin gar nicht sagen können, wie schön Ihre Stimme ist. Letzte Rose, wie magst du so heimlich hier blühen? Deine freundlich. Du hattest mir doch versprochen, Wein zu geben. Wein! Wein! Sie sind erst gerade ausgegangen, dann sind Sie links gegangen, dann sind Sie rechts gegangen, dann sind Sie immer gerade... Guten Tag, mein Herr. Scher dich in deine Portierloge und rühr dich nicht von der Stelle, bis ich dich rufe. Herr Professor, um Gottes Willen, das sind doch alles kranke Menschen hier. Aber lieber Freund, behalten Sie doch Platz. Bitte, bitte, setzen Sie sich doch. Wir wollen doch essen. So leicht lassen wir Sie hier nicht wieder fort. Hier sind Sie gut aufgehoben. Hallo? Ist da das Amt? Fräulein, schicken Sie mir bitte sofort eine Flasche Wein. Aber vom Besten. Beruhigen Sie sich, Ellen. Niemand kommt. Setzen Sie sich. Wir, Kaiserin von Europa, Königin von Amerika, Fürstin von Labrador, Herzogin der Staaten am Mittelländischen Meer. Sie kommen! Sie kommen! Sie werfen Bomben! Kommt alles schnell in den Keller! Kommt schnell in den Keller! Kommt schnell in den Keller! Großfeuer, Großfeuer, es brennt! Hallo? Ist da das Rettungsamt? Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt!
Jahre lang hast du mich verfolgt, mir nach dem Leben getrachtet. Jetzt habe ich dich. Ah, aber Kinder, ihr seid im Irrtum. Ich will euch doch helfen, euch allen helfen. Wer hält euch in diesen Mauern gefangen? Ha? Ihr müsst frei sein, alle frei sein. Du. Hast du mich verfolgt, mir nach dem Leben getrachtet. Jetzt habe ich dich. Halt! Was dieser Mann will? Er will die Ärzte und Wärter, die ihr heute Nacht überwältigt, befreien und euch wieder in eure Zellen sperren. Setzen Sie sich. Ist das der Mann, den Sie suchen, Mr. Briggs? Ja! Ist das ein Mörder? Ja! Ist das wahr, was dieser Mann behauptet? Verleumdung. Schön. Dann können Sie jetzt gehen. Kommen Sie morgen um 9 Uhr zur Hauptverhandlung. Aber pünktlich. Verleumdung steht der Tod. Ja, ich werde das Todesurteil sofort unterzeichnen. Keine Gnade, Hoheit? Keine Gnade. Ich bin sonst ein gutmütiger Mensch, aber also hören Sie, keine Gnade. Jahrelang hast du mich verfolgt, mir nach dem Leben getrachtet. Jetzt habe ich dich. Hoher Gerichtshof, Hoheit, der Angeklagte hat sein Leben verwirkt. Aber ich bitte ihn nicht zu erschießen. Ich bitte für ihn um lebenslänglich. Gnade? Keine Gnade.
Sein Leben ist verwirrt. Er ist ja gar kein Chefarzt. Er ist ja ein Friseur. Chefarzt. Chef. Chefarzt. Gestatten Sie, dass ich Sie rasiere? Wollen wir tanzen? Musik! Würden Sie mir für meine Zeitung eine ausführliche Darstellung des Überfalls geben? Wie ist das also gewesen? Die Kranken haben Sie und Ihre Wärter überwältigt. Sie müssen ja Furchtbares mitgemacht haben. Und wann ist das gewesen? Gestern Abend? So. Und der Anführer war also dieser Friseur, der sich eingeredet hat, der Chefarzt zu sein. Zweiter Mord. Na. Da haben wir endlich einen der Verschwundenen. Aufgabe der Presse wird es jetzt sein, mein lieber Mr. Briggs, das Publikum zu beruhigen. Das ist keine Beruhigung, Herr Inspektor. In den letzten 2 Monaten sind 12 Menschen verschwunden. Spurlos verschwunden. Jetzt findet man endlich einen... Ermordet. Die Erregung des Publikums ist ja verständlich. Jedenfalls haben wir jetzt einen Anhaltspunkt. Das ist ein Nazi, diese Spur mit aller Energie verfolgen. Hoffentlich, Herr Inspektor. Da ist auch einer, der verschwunden ist. Seit 6 Monaten verschwunden. Spurlos verschwunden. Der Brief ist eben für Sie abgegeben worden. Danke. Das ist ein neuer Club, das ist dein Restaurant. So. Sehr geehrter Herr, da ich annehme, dass Sie sich für alle nicht alltäglichen Dinge interessieren... Nicht alltäglichen Dinge, das ist mein Restaurant. Für alle nicht alltäglichen Dinge interessieren, möchte ich mir die Frage erlauben, ob es Ihnen bekannt ist, dass es dort ein Club der Selbstmörder... Club der Selbstmörder existiert. Ich würde Ihnen empfehlen, sich einmal den Betrieb im Hause Old Tower Street 13 anzusehen. Ein alter Abonnent. Sage ich Ihnen. Club der Selbstmörder ist ein Spielclub. Geht trotzdem hin. Na, da kann ich dir nur eins raten. Wenn du einen Pfund verloren hast, Türme. Club der Selbstmörder. Old Tower Street 13. Old Tower Street 13. Können Sie mir sagen, wie ich in das Haus hineinkomme? Weiß ich nicht. Das Haus hat ja gar keine Türen. Interessiert mich nicht. Wundern keine Menschen in dem Haus? Sehen Sie doch nach.
Ich werde heute nicht spielen. Da kann er machen, was er will. Ich will nicht sterben. Neues Mitglied? Frank Brix. Ich spiele nicht. Ich spiele nicht, ich will nicht. Warum der Präsident Sie aufgenommen hat, verstehe ich überhaupt nicht. Jeden Abend machen Sie denselben Tanz. Weil ich eben zur Besinnung gekommen bin. Aber beruhigen Sie sich doch. Vielleicht ziehen Sie heute Abend das Big Ass. Und dann ist alles vorbei. Ja, sehen Sie mich an. Ich spiele schon seit 5 Monaten und ziehe jeden Abend eine andere Karte. Aber die Aufregung, die Todesangst, das tägliche Spiel ums Leben, das reizt mich. Hoffentlich ziehe ich heute Abend das Pik Ass. Was soll denn das alles heißen? Wo bin ich denn eigentlich hier? Sie sind im Selbstmörderclub. Und was bedeutet das Pik Ass? Wir spielen jeden Abend ums Leben. Wer das Pik Ass zieht, der hat gewonnen. Gewonnen? Und was heißt gewonnen? Wer gewonnen hat, ist in einer Viertelstunde tot. Und wer tötet ihn? Das wissen wir nicht. Er bleibt mit unserem Präsidenten allein und der erlöst ihn von seinem Elend. Mr. Brix, komm doch herein zu mir. Ich habe mit Ihnen zu reden. Entschuldigen Sie, wir tun nur unsere Pflicht, Mr. Brix. Sie sind es. Es ist Ihnen also gelungen, mich hierher zu locken. Was wollen Sie von mir? Ich habe Sie nicht unterschätzt. Ich habe gewusst, dass Sie kommen werden. Was wollen Sie denn von mir? Ich habe mit Ihnen zu reden. Setzen Sie sich. Ich werde die Polizei alarmieren. Sie werden mir jetzt nicht mehr entgehen. Ich habe Ihre Artikel gelesen. Sie interessieren sich für die Menschen, die in der letzten Zeit verschwunden sind. Wissen Sie auch, dass Sie damit wiederum meinen Weg kreuzen? Aber Sie werden mich nicht der Polizei übergeben. Sie werden niemand mehr gegen mich alarmieren. Sie wollen doch Mitglied unseres Clubs werden. Wie viel Geld haben Sie bei sich? Wieso? Die Eintrittsgebühr in unseren Club beträgt gewöhnlich 100 Pfund. Teuer. Dafür wird auch einiges geboten. Der Club verpflegt seine Mitglieder standesgemäß lebenslänglich. Lebenslänglich? Das ist allerdings mit einem gewissen Risiko für uns verbunden. Bei einigen dauert es lange. Bei anderen nur wenige Tage. Übrigens sind Sie als Vertreter der Presse selbstverständlich auch ohne Eintrittsgeld ein gerne gesehenes Mitglied. Lassen Sie mich sofort heraus! Das hätten Sie sich vorher überlegen sollen. Wer hier einmal hereingekommen ist, der kommt nicht mehr hinaus. Hilfe! Hilfe, heraus! Sie können ruhig schreien. Es hört Sie niemand. Das Spiel beginnt. Ich werde heute Abend nicht spielen.
Ich will nicht sterben. Lassen Sie mich raus. Hier hat jeder die gleiche Chance. Das ist ein Verbrechen, was hier geschieht. Wissen Sie, wer der Mann ist? Der Mann ist ein Mörder, den die ganze Stadt sucht. Meine Herrschaften, das Spiel beginnt. Bitte, bitte. Jeder von Ihnen zieht eine Karte. Wer das Pik Ass zieht, hat gewonnen. Bitte wollen heute Sie beginnen. Kör 5. Wieder 24 Stunden diese Qual. Sie bitte. Ja, jetzt komme ich dran. Pik 7, zum 18. Mal. Pik 7. Sie bitte. König. Bitte Sie. Nur ruhig, meine Herrschaften. Sie sind alle viel zu aufgeregt. Das sieht ich doch schon. Oh, aber nicht ohne, sie macht mich nur nervös. Das ziehen Sie doch schon. Los doch! Zeigen Sie doch! Zeigen Sie doch schon! Wieder Karo 6. Was war das? Was? Treff 2. Bitte. Sie.
Ich will nicht spielen. Hören Sie, ich will nicht. Lassen Sie mich raus. Ich bitte Sie. Lassen Sie mich raus. Ich weiß genau, ich ziehe heute das Pikast. Ich will raus. Hören Sie denn nicht? Hier raus. Mörder! Ich will nicht spielen. Ohnmächtig. Schafft ihn auf sein Zimmer. Mr. Briggs, wollen Sie eine Karte ziehen? Ich werde nicht ziehen. Dann ziehe ich für Sie. Sie wollen nicht ziehen? Das verstehe ich nicht. Sie sind feige. Ich möchte mit Ihnen tauschen. Sie werden nicht das Glück haben, gleich am ersten Abend das Big Ass zu ziehen. Pikas! Mr. Briggs, Sie haben gewonnen. Ich habe nichts anderes erwartet. Meine Herrschaften, gute Nacht für heute. Es tut mir aber leid, das ging ein bisschen schnell. Schade. Ich hätte noch gerne Ihre nähere Bekanntschaft gemacht. Tja, Pech gehabt. Ich beneide Sie. Sie wollen mich also jetzt umbringen. Bitte? Fangen Sie an. Ich habe auf den ersten Knopf gedrückt. Sie können nicht wieder aufstehen. Versuchen Sie es doch. Und nun geben Sie Acht. Sehen Sie diese Uhr, diese Maschine.
Diese Räder, diese Federn, diese Schalter, diese Tasten. Alles meine Erfindung. Erinnern Sie sich noch an mein Haus? Es ist jetzt 12:07. In 7 Minuten ist alles vorbei. Sie werden diese 7 Minuten zu bereuen haben. Sie wollten doch etwas erleben. Etwas nicht Alltägliches. Eine Sensation. Wenn ich auf diesen zweiten Knopf drücke, sind Sie tot. Aber ich tue es nicht. Noch nicht. Es ist jetzt 12:05. Ich nehme an, dass Sie als tüchtiger Journalist Ihre letzten 5 Minuten benutzen werden, um Ihren letzten Artikel zu schreiben. Wenn ich hier auf diesen dritten Knopf drücke, öffnen sich alle Türen, die ins Freie führen. Auch die Haustür, die Sie vorher nicht gefunden haben. Denn jedes Haus hat natürlich eine Tür. Hier ist Tinte, Feder und Papier. Noch 4 Minuten. Sie wollten mich zur Strecke bringen. Beim 12. Schlag dieser Uhr sind Sie tot. Aber jetzt befreie ich Sie aus Ihrer etwas unbequemen Situation.
Ich habe auf diesen ersten Knopf gedrückt. Sie können nicht aufstehen. Versuchen Sie es doch. Wenn ich jetzt hier auf diesen zweiten Knopf drücke, sind Sie tot. Aber ich tue es nicht, weil ich Sie Ihren Richtern überantworten will. Ja! Baptist! Schreien Sie ruhig! In diesen Mauern können Sie schreien, so viel Sie wollen. Das hört Sie doch kein Mensch. Wenn ich jetzt hier auf diesen dritten Knopf drücke, öffnen sich alle Türen, die hinaus ins Freie führen. Das tue ich jetzt. Was ist denn geschehen? Wie haben Sie das gemacht? Rufen Sie sofort die Polizei. Ja. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich danke Ihnen. Von heute an rühre ich keine Karte mehr an. Nie mehr. Was haben Sie denn getan? Was wird denn aus mir? Die Polizei war doch schon auf der Spur. Ich fand ja keinen anderen Ausweg. Du lieber Gott, jetzt fängt die ganze Hetzjagd von vorne an. Ich danke Ihnen. Ich wollte meinem Leben ein Ende machen. Ich habe es tausendmal bereut. Jean, Baptiste, schlag die nieder. Recht geschieht dir. Jetzt werden sie dich holen. Jetzt wird man dich endlich erledigen. Haben sie was Schönes angerichtet. Jetzt wird man mich ja erwischen. Ich schwöre Ihnen, dass ich unschuldig bin. Wen sollen Sie denn umgebracht haben? Den Bankdirektor Braun. Sie scheinen nicht zu wissen, dass der wirkliche Täter vor 4 Monaten gestanden hat. Sagen Sie, Mr. Briggs, ich bin doch von meinem Schiff weggelaufen. Wie lange sperrt man mich da ein? Wie lange ist das her? 6 Monate. Doch längst durch Amnestie erledigt. So. Sie haben mich vorhin feige genannt, weil ich nicht sterben wollte. Ein so junger Mensch wie Sie müsste wissen, dass der freiwillige Tod niemals ein Ausweg ist. Ja. Es ist die Tat letzter Verzweiflung, die man nie mehr bereuen kann. Lassen Sie mich frei. Oder töten Sie mich auf der Stelle. Sie brauchen nur auf den zweiten Knopf zu drücken. Ich bin nicht der Richter. Aber sagen Sie mir Mann zu Mann, warum haben Sie all diese schweren Verbrechen auf sich geladen? Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die in jedem Augenblick ihres Lebens Herr über ihre Gedanken und Taten sind. Ah, Verbrechen oder Wahnsinn. Darauf wollen Sie hinaus. Verbrechen oder Wahnsinn. Ich weiß es nicht.
Ach, Herr Inspektor. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Ingerät am 15. Oktober des